Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt losfahren und Stroh, Heu und Silage kaufen. Und dann draußen stellen wir Mischfutter her, damit wir dann morgen genug Futter haben. Denn meine Kühe haben immer Hunger. So, kurz mal reinschauen im Menü, ob die noch genug haben. Für heute wird es reichen, 16.000, das ist okay. Ansonsten Sauberkeit habe ich gerade gemacht, Wasser ergeben habe ich auch und habe ich schon ersten Kälber 0,8, 0,7, 0,8. Also im Herbst dürfte ich die ersten Kälber kriegen. Jo. Ansonsten Düngemissionen sind erledigt, aber ich muss dann mal Futter besorgen oder mal schauen, dass ich gleich ein paar Missionen annehme und dann da gleich mal was mache. Muss ich gucken. Oh, ist ja nicht mehr viel. Düngen ist noch 56. 58 ist noch. Und die 19. Die 15. Die 15, die 19. Wo sind die? Nicht bei mir. Die 19 und die 15, das ist nicht bei. Machen wir die 19. Die 19 nehmen wir an. Und da fahren wir mal mit unserem Traktor, der auf Feld Euro 38 erstmal ganz schnell hin. Das ist da. Dann fahren wir mit dem Weg zurück. Und dann fahren wir gleich mal einen Kurs ein. Zumindest einmal hin. Denn irgendwann haben wir das Glück, dass wir die Mission machen können und dann brauchen wir nur hinschicken und brauchen wir nicht mehr selber fahren. Ja, Regen in Thüringen. Das kenne ich noch von den anderen Folgen hier. Aber ohne Regen ist auch schlecht. Dürre war nicht schön, ne? Nee. Das ist ja aktuell auch wieder so trocken bei uns zu Hause. Ist zwar schön, dass schön warm ist, ne? Und alles Sonne scheint, aber. Ich glaube, die haben zu wenig geflogen, zu wenig gesprüht. So, da wird man Kurs einfahren vom Händler zu Feld 19. Bei der Kreuzung Richtung Feld 3 ist das. Ich will mal kurz in die Karte gucken. Karte ist was anderes. Aber noch ein Stückchen. Am nächsten Pfeil. Aufzeichnen. Das ist schlecht. So. So geht's. Fahren wir rechts rüber. Müssen schon die Karte anmachen. So. 30.
geradeaus bringt nichts, sondern links abbiegen. Also sehr enge Gassen hier. Soll nur eine Einbahnstraße werden. So, da ist Feld Nummer 21, da fahren wir vorbei. Wir wollen zu 19. Da sind wir schon. Und da sind wir auf Feld Nummer 19. So. Wenn wir hier beenden und eingeben wir mal Feld 19. So. Die Schweine sind fast alle trächtig. Da geht's im Sommer runter. Oh, da kannst aber fahren, du. Ohne Ende. Kannst du Gas geben. Ja, aber Kühen dauert ein bisschen länger. Bis die alle richtig losgeht. So. So, und ich werde jetzt erst einmal Heu kaufen. In Ballenform. Ich glaube 48 gehen hier rauf. Ballen. Gas geben. So, Timer nicht aktiviert oder typisch. Aber wir haben gerade mal die Liste. Schon wieder 11 Uhr. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Kurve gerade so gekriegt. Ach du, hast du was gekauft? Dünger oder sowas? Aktuell nicht, ne? Oh, das ist mein Dünger. Oder? Was ist das für ein Zeug? Das ist Bigfoot. Schweinefutter. Achso, das ist vom letzten Mal, also von ganz vom Anfang ist das von mir. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich kaufen. Das habe ich vergessen. Es sind noch 100%. Besitzer Schweinehof Zirke. Ja, Zirke heißt er, glaube ich. Zirkra. Also ich kann es nicht mehr klauen. Und Scheiß. Gut.
Ich kann es ja nicht immer. Ah, das gehört. Naja, ich gehöre den Schweinehof. Wenn es richtig mache, ist das meins. Aber es geht ja nicht. Das ist ja das. So, Weizenstroh, ich brauche Heu. Heu. Heu, 48. Acht, ja, okay. 16, ja, okay. 24, ja, okay. Oh, hier los, 32, ja, okay. So, weiter geht nicht, kaufen. Dürfte jetzt aber sein normalerweise. Langes her, die Schule. Also du kannst hier auch ein Silo aufstellen und dann kannst du Futter dann direkt einladen, das wird leichter. Ja, ich wollte es ein bisschen realistischer. Oh. Ich wollte die Karte ein bisschen kennenlernen. Ach so. Ja, kannst du ja machen. Das natürlich. Wir sind ja nur zu zweit, wenn wir zu acht werden, wird es schwierig. So, ich krieg 72 drauf. 72, ach so. So viel? Jetzt habe ich 40. Doch den Dreier da oben drauf. 40. Jetzt kann man noch Stroh dazu. Stroh. Das einzige Blöde ist, mein Stroh braucht noch so lange. So, jetzt muss ich zählen. Ich glaube, 4 regt nur rauf. 4 mit gleich Silage ballen, dann kann er was herstellen. War das 4? Ja, 4. Ich glaube, ich kann auch. Ne, 8. Ich kann man glaube ich schon Gras mähen, glaube ich. Wenn man das Feld gehört. Oder Wiese. Noch 4 kaufen. So. Jo, jetzt habt ihr volle Ladung Heu, Stroh und Silage. Und gleich weggefahren, ne? Wenn ich Stroh anders kriegen könnte, wäre schön. Aber man kann es theoretisch kaufen über den globalen Markt. Wenn ein anderer das verkauft hat, muss man betonen. Es muss da sein, ne? Dann kannst du es aber auch in Ballenform kriegen, ne? Oder lose. So wie du haben möchtest. So, auf zum
Mischfutter, Rick. Vollgas. Mit 110. Wie auf der Autobahn hier. So. Oh, 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 zu schnell gefahren. Ah, jetzt über den Acker fahren. Du kannst ja die Folge ja gerne anschauen, ne? Hast du frühzeitig abgekippt? Na, abgekippt nicht, aber ich habe die Kreuzung verpasst. Bin voll beladen, mit 72 Ballen. Feuerwehr. Doch ein rotes Auto kaufen sollen. Ah, bremsen. Jetzt kann ich gleich Futter herstellen, dass ich hier morgen früh was habe, zumindest etwas, und dann kann ich gleich die Gülle zur BGH fahren. Da dürfte ja was drin sein normalerweise. Dürfte ja voll an sich, ja, von 2 Tagen, da müssen wir schon mal zusammenkommen. So, 19 immer noch gedüngt, 19. Wenn man Felder kauft, dann wird der Kreditrahmen auch größer, ne? Bis zu 3 Millionen. Ja, weil es mehr Sicherheit hast dann, ne? Ja. Das werde ich dann voll ausreizen. Theoretisch. So. Da sind wir. So, schnell die Strohballen ins reinstellen ins im Trigger, dass ich sich bei Regen nicht auflöst, ne? Silageballen nicht so tragisch, die sind ja eingeschweißt in Folie, aber Heu und Strohballen dürfen nicht so rumliegen. Auch ein LKW wird nicht schlimm, das ist ja ein anderer Bereich, aber ansonsten müssen wir das gleich verarbeiten oder in der Halle reinfahren. So, das wäre erledigt. So, was haben wir Schönes? Heu haben wir jetzt fast 260.000, Silage 32 und Stroh haben wir 95.000. Jetzt haben wir schon wieder 11.000 Mischfutter. Beziehungsweise war noch da gewesen. Sollte für morgen reichen. Jetzt können wir uns um die Gülle kümmern. Damit wir heute Nacht ein bisschen Geld kriegen. Bin ja so arm dran, ne? Ich habe ja nichts. Habe ja nur Schulden. So, dann kann ich mal gleich die Wiese hier kaufen. Die Wiese, die Wiese, die Wiese. Die 62. So. Die kostet mich nicht viel. So, dann wollen wir den Traktor nehmen von der. Ja. Von der 8. Achso, weil ich bei Jack bin. Der müsste irgendwo sein.
Hat er sich gelaufen, verlaufen? 19? Sehe ich auch nicht. Gut. Gut. Es geht los und wir werden gleich mal sehen, dass wir unsere Gülle zumindest mal einladen und dann mal schauen, ob wir die Traktor finden von der Feldnummer 8. Morgen früh die heute Nacht kassieren können für die Gülle. Mein schön lila Güllewagen. So, liebe Schauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke. Ciao, ciao. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tipps, immer reinschreiben in die Kommentare. Ich bin für jeden Kommentar dankbar, auch für jeden Like. Dann nochmal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.